wären wir wieder. Also, sind die Tanks alle soweit in Ordnung? Ja, sind sie. Was ist mit dir? Du hast ja auch noch Tank. Warte mal. Du, dahin, alles raus. Das muss auch bleiben. So, alles raus. Gute. Warum wirst du anders angezeigt als die anderen? Haben die noch einen internen Tank? Nö. Ha. Okay. Also, wir wollen nach Duna. Dazu müssen wir von der Sonne eingefangen werden, also müssen wir von Körben weg. Und wir müssen von Körben weg in Richtung Sonne. Also nach da. Heißt, wir müssten jetzt hier, genau da, wo wir jetzt sind, brennen. Nicht Kamera drehen. Ressourcen an, wir müssen jetzt ganz schnell unseren Orbit-Richtung finden. Ja, ganz schnell mit dieser Steuerung, ist echt ein Witz. Ich hoffe mal, das ist die richtige Richtung. Und ja, das ist richtig. Okay, gegensteuern, 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 gegensteuern. Schub. Schub, Schub. Jo, mehr Schub. Mehr Schub, mehr Schub, mehr Schub, mehr Schub, mehr Schub. So. Und jetzt werde ich ganz starr auf den F-Ball starren müssen. Und nicht auf die Umlaufbahn. Sonst mache ich hier zu viele Trudler rein und das bringt Probleme. SAS an. SAS hilft nicht. Das ist so eine Schlackerfahrt mit dieser Rakete. Das ist echt nicht mehr lustig. Das sieht nicht ganz so aus wie die Richtung, die ich gerne hätte. Aber gut, wir probieren es erstmal. So, so, so. Alles gut, alles gut, alles gut. Im Notfall drehe ich einfach noch einen Kreis irgendwo. Oh. Okay. Wo ist der Mon? Da ist der Mon. Da ist der Mon. Das war noch ein gutes Stück vor uns. Aber ja, das ist für euch nichts wirklich Neues. Ich versuche jetzt einfach nur den Kurs zu halten. Und dann die Körben-Umlaufbahn zu verlassen und von der Sonne eingefangen zu werden. Und sobald das passiert ist, melde ich mich wieder. Also, bis gleich. So, da wären wir. Duna Ziel. Nochmal abspeichern. Ich werde jetzt in jedem wichtigen Schritt abspeichern, dass ich immer schön wieder neu laden kann. Was ja doch schon eine ziemlich heikle Angelegenheit ist. Vor allem später mit dem Docken. Aber ja, wir wollen erstmal nach Duna kommen. Dazu müssen wir mal gucken, ob es überhaupt einigermaßen passt hier alles von der Höhe her. Aber es schaut gut aus, jedenfalls bisher. Ja. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einmal rum. Stopp mal ganz kurz. Also eigentlich müssten wir jetzt einmal rum und bei der Periapsis einfach in Umlaufbahn Richtung brennen, um die Apoapsis nach da oben zu bringen. Aber das wäre relativ schräg. Und ich musste wieder 10.000 Mal im Kreis laufen, bis ich das Ding gefunden habe. Ich glaube, ich brenne einfach von der Apoapsis aus in Richtung Umlaufbahn und drehe den Apoapsis und Periapsis um, sodass der Punkt hier nach da gedrückt wird. Dann haben wir auch eine Umlaufbahn, die sich mit Duna kreuzt, schneidet, überlappt, wie auch immer. Aber halt wesentlich flacher. Und wir haben es dann hoffentlich einen Ticken einfacher. Ich probiere das mal von hier aus. Also Manöver. Das sieht dann nachher so aus. Oh, und wir... Oh. Was zur Hölle bist du? Du siehst sehr toll aus. Ich mag dich. 175.000 Kilometer ist nicht gut. Aber es zeigt mir schon mal, dass der Ansatz gut ist. 139.000. 100.000. Oh, 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 oh. 56.000. Und ja, wir werden eingefangen. Oh, schön. Ich habe mir vor meinem geistigen Auge schon wieder 2 Stunden lang off-camera hier sitzen sehen und immer nur zu gucken, wie Duna im Kreis um das Ding rumfliegt. Das ist eine Erleichterung jetzt. Okay. Wäre schön, wenn ich wüsste, was ich richtig gemacht hätte. Also ja, das mit dem nicht von der Periapsis aus so eine ganz exzentrische Umlaufbahn hinzubekommen, sondern diese rundere scheint echt ein super Ding zu sein.
Und wahrscheinlich war Duna einfach nur an der richtigen Stelle. Aber gut, genug gefaselt. Das sieht sogar ziemlich weit auseinander aus. Ich nehme das einfach mal. Okay. Also wir müssen bis... Erstmal weg, dass sie da nichts verändern aus Versehen. So, wir müssen bis dahin fliegen. Es sind noch 9 Tage weit weg. 9 Tage ist aber ein Katzensprung. Mit Warp-Faktor 10.000. 100.000. So. Jetzt bloß nichts vergeigen. 3 Tage, 2 Tage, 1 Tag, 14. 10. 5. Abgespeichert hatte ich ja gerade eben erst, als die Aufnahme angefangen hat. Das passt. Okay, schön nah ran. 7 Stunden, 5 Stunden, 4 Stunden, 3 Stunden. 1 Stunde 30. Ich gehe mal ganz kurz auf einen Warp und suche schon mal. Ist ja erst aus. Such schon mal eine ordentliche Stelle oder Kurses. Und dann mache ich die letzte Stunde 30 Minuten. So, in die Richtung. Schon mal gegensteuern. Gegensteuern, gegensteuern. Da ist es. So, gegensteuern, 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 gegensteuern. Komm schon, fang dich. Genau. Da. Das bisschen SRS, was wir haben, anmachen. So, Warp-Faktor ganz sachte hoch. 10-fach. 50-fach ist immer noch zu wenig. 100-fach. Das sieht fast okay aus. Das heißt, wir haben jetzt noch gut Zeit zu gucken, wie Treibstoff und so weiter aussieht. Wir brauchen 970. Das ist ordentlich. Wir haben jetzt schon recht viel verballert. Ich hoffe, wir kommen noch nach Hause damit. Das wäre sonst ziemlich ärgerlich. Aber gut, 50 Minuten. Und dann muss ich wirklich mich tierisch konzentrieren. Also ich werde auf jeden Fall wieder die Aufnahme unterbrechen und mich wieder melden, wenn wir dann im Kontaktpunkt mit Duna sind. Weil auf das Fadenkreuz konzentrieren, Kurs halten, alles und dabei noch irgendwas Sinnvolles sagen, kann man einfach knicken. Also ja, ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir von Duna eingefangen worden sind. Also bis denn. So, das war intens. Also wir haben da einen Encounter und fliegen da wieder raus. Das sieht vielleicht nicht so viel aus, aber im kosmischen Maßstab dürfte das eine ganze Menge sein. Nein, andersrum. Sieht im kosmischen Maßstab nicht sehr viel aus, aber für uns dürfte das eine Menge sein. Also warp ich da jetzt mal hin. Ich speichere nicht ab, nur für den Fall, dass es doch nicht so toll ist, wie ich denke. Weil ich will den Speicherstand nicht vermurksen. Und es gibt, glaube ich, nicht mehrere Quick-Save-Slots. Also ja, wir fliegen dahin, werden eingefangen, gucken, wie komisch die Umlaufbahn ist und hoffen dann, dass wir mit dem Treibstoff, den wir jetzt momentan noch haben, das ausgleichen können. Was wir bestimmt können werden. Dann docken wir ab, dann landen wir und ich fühle, wie ein Gyrogon aus der Vergangenheit sagt, triff schräg auf die Atmosphäre, triff schräg auf die Atmosphäre und ich werde mich dran halten. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Und dann landen wir hoffentlich. Aber ja, erstmal gucken, wie wir da überhaupt eingefangen werden. Vielleicht sind wir ja zu tief oder zu hoch oder... Ich glaube, wir sind zu hoch zum Beispiel. Obwohl, das flacht langsam ab. Sieht sehr interessant aus. Wie so ein Autorennen. Oder wie bei Tron mit den Motorrädern. Okay. Wir werden gleich angefangen. Warp runter. Okay, noch ein Stück vor. Warp runter. Das war wieder fast zu schnell. So, da kommt Duna. Wir nähern uns schon immer mehr an. Das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wahrscheinlich müssen wir fast gar keinen Treibstoff einsetzen. Oh, sauber. Okay. Fang uns ein. Und behalt uns am besten gleich da. Aber das tut er ja nicht. Er schmeißt uns da hinten wieder raus. Also haben wir bis da hinten Zeit. 2 Tage Zeit. Okay, runter. Runter, 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 runter. So, und schnapp uns. Geschnappt. Okay. Unsere Umlaufbahn sieht sehr interessant aus. Bin ich zufrieden mit. Bin ich absolut zufrieden mit. Jetzt speichere ich ab. Zack. Ich hoffe mal, das war jetzt kein Fehler. Er sah jetzt aus. Jetzt gehen wir dahin und gehen gegen Kurs und werden richtig schnell eingefangen.
So. So. Es sieht nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Absolut nicht. Aber es müsste ziemlich Wayne sein. Hauptsache, wir haben erstmal eine Umlaufbahn. Und dann müssen wir es irgendwie hinbekommen, dass wir schräg auftreffen. Aber ja, später. Erstmal, es braucht 603. Was zur Hölle? Es braucht ganz schön viel Treibstoff. Du, geh mal kurz weg da. So, Manöver. Gegenschub. So, leichteren Gegenschub. So, das ist das erste Auffangen. 373. Und Periaps ist wirklich der beste Punkt dafür. Kann man nichts rumtricksen. Na gut. Also dafür brauchen wir aber auch kein Dingens hier. Da kann weg. Wir nähern uns jetzt einfach der Periapsis und gehen darauf gegen Kurs. So. Also. Runter. Wie weit weg bist du noch? 2 Stunden. 1 Stunde. Jetzt. 30 Minuten. Warp runter, warp runter, warp runter. Warp hoch. Nochmal warp hoch. So. Und bei 5 Minuten oder so können wir anfangen, das zu machen. Das macht dann keinen allzu großen Unterschied mehr. Jetzt. So, warp runter. Erstmal den Gegenkurs suchen. Der müsste, da ist der Kurs. Also muss hier unten der Gegenkurs sein. Warum zur Hölle sind wir jetzt nicht mehr im... Achso. Ich dachte schon, wir wären gerade rausgeflogen. Warum auch immer, weil die Linien so komisch waren. Keine Panik. Keine Panik. Du hast noch lange Zeit, bis du rausfliegst. So, Gegenkurs. Schub. So, mehr Schub. Boah, das Ding ist immer noch viel zu klein. Ich hätte gern, dass der Navpol den halben Bildschirm einnimmt. Kann ich wenigstens genau erkennen, wo der Punkt ist, verdammt. So. Mehr Schub, mehr Schub. Mehr Schub, mehr Schub. Das Ding biegt sich schon recht gut durch. Komm. So. Dabei fällt mir gerade ein, wenn wir jetzt in dieser komischen Umlaufbahn bleiben und da den Länder abdocken und der später mit uns wieder dockt und wir das alles hinbekommen, haben wir immer noch eine ziemlich abgefahrene Umlaufbahn, um von da aus nach Hause zu kommen, oder? Mal schauen. So, langsam könntest du uns echt mal hier eine ordentliche Umlaufbahn geben. Oh, Schub runter. Kurs korrigieren. Der will wieder nicht ordentlich. So, Schub. Das Ding fliegt sich, als ob ein Teil davon viel schwerer wäre als der andere. Und zwar nicht längsseits, sondern irgendwo an der Seite so ein riesen Trümmer dran hängt. Komm schon, komm schon, komm schon. So, bieg dich, bieg dich, bieg dich, bieg dich, bieg dich. Jo, jo. Treibstoff sieht auch nicht mehr so toll aus. So, genau so. Du bist... Raumschiff. Okay, Schub aus. Wieder auf Kurs. Wieder Schub. Das Ding hat einen tierischen Drall nach da. Na gut, wir haben gleich eine Umlaufbahn. Ist eh keine schöne. Dann machen die paar komischen Hopse hier auch keinen Unterschied mehr. Ankommen. So. Schub. So. Komm schon, gib mir eine Umlaufbahn. Na, 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 na. Müsste gleich kippen. Oh, wow, 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 wow. Okay. So, Umlaufbahn. Eine tierisch hässliche, aber eine Umlaufbahn.